Antonella Dab. Die Geister sind heute besonders unruhig und hungrig. Ich möchte mich Ihnen vorstellen. Ich bin Watson Pritchett. Gleich werden Sie das einzige Haus auf der Welt sehen, in dem es wirklich spukt. Seit der Erbauung vor 100 Jahren sind 7 Menschen, darunter mein Bruder, dort umgebracht worden. Und seither gehört das Haus mir. Ich verbrachte nur eine Nacht dort und als man mich am nächsten Morgen fand, da war ich halb tot. Ich bin Frederick Lorne. Ich habe das Haus auf dem Geisterhügel gemietet, damit meine Frau eine Party geben kann. Eine Geisterhausparty. Sie findet das amüsant. Es gibt zu essen, Getränke und Geister. Und möglicherweise einige Morde. Ich lade Sie herzlich ein. Ich gebe jedem, der die nächsten 12 Stunden in diesem Haus verbringt, $10.000. Natürlich nur, wenn er die Nacht überleben sollte. Begrüßen Sie mit mir die Gäste. Es war die Idee meiner Frau, dass unsere Gäste in Leichenwagen anreisen sollten. Sie findet das amüsant. Ihr Sinn für Humor ist, sagen wir, sehr originell. Natürlich befindet sich keine Leiche im Wagen. Noch nicht. Aber nach einer Nacht im Geisterhaus. Wer weiß? Das ist Lance Schroeder, ein Testpilot. Ohne Zweifel ein mutiger Mann. Aber meinen Sie nicht auch, dass sich Mut mit der Bezahlung erhöht? Ich weiß, dass er die 10.000 braucht, die ich ihm bezahle, aber nur, wenn er mutig genug ist, die ganze Nacht zu bleiben. Dies ist Ruth Bridges. Sicherlich kennen Sie ihre Kolumne aus der Zeitung. Sie sagt, dass sie einen Artikel über Geister schreiben will. Nun ja, eigentlich ist sie verzweifelt auf der Suche nach Geld, um ihre Spielleidenschaft zu finanzieren. Watson Pritchett haben Sie ja bereits kennengelernt. Ein Mann, der Todesangst vor diesem Haus hat und dennoch sein Leben riskiert, um eine Nacht hier zu verbringen. Ich frage mich nur, wieso? Er sagt, wegen des Geldes. Das ist Dr. David Trent, ein Psychiater. Er behauptet, dass ihm meine Geister bei seiner Arbeit über Hysterie helfen würden. Aber sehen Sie nicht auch einen Anflug von Gier in seinen Augen und seinen Mundwinkeln? Und das ist Nora Manning. Ich habe sie aus den Tausenden meiner Mitarbeiter ausgewählt, weil sie das Geld am meisten von allen braucht. Sie ernährt ihre ganze Familie. Ist sie nicht hübsch? Die Party beginnt jetzt. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, haben Sie noch bis Mitternacht Zeit, unser Geisterhaus zu finden. Thank you.
Tja, und wo sind unsere Gastgeber? Es ist nicht gerade ein herzlicher Empfang. Nur die Geister in diesem Haus sind froh, dass wir da sind. Wollen wir uns nicht erst einmal vorstellen? Oder kennen Sie sich etwa? Oh, tut mir leid, wie unhöflich von mir. Ich bin Nora Manning. Lance Schroeder. Ist Frederick Lauren ein Freund von Ihnen? Nein, wir sind uns niemals begegnet. Ich arbeite für eine seiner Firmen, aber ich habe ihn nie gesehen. Ich kenne den Mann auch nicht. Er rief mich einfach an. Kennen Sie ihn etwa? Nein. Dann sind Sie der Einzige, der ihn kennt. Nein, warum? Wir haben nur schriftlich miteinander verkehrt wegen der Miete. Er ist sehr wohlhabend, oder? Millionen. Und 5 Frauen, glaube ich. 4, soweit ich weiß. $50,000 für eine Party ist selbst für einen Millionär eine Menge Geld. Tja, wenn ich jemanden erschrecken wollte, würde ich auch dieses Haus dafür nehmen. Wer hat die Tür geschlossen? Das ist eine Stahltür. Vorsicht! Annabelle, unsere Gäste sind hier und sie sind leider immer noch am Leben. Bist du bald soweit? Staub und Schmutz überall und der Wasserhahn tropft. Was macht das Personal den ganzen Tag? Aber du weißt doch, wie Geister sind, Liebes. Sie machen niemals sauber. Das Kleid ist sehr attraktiv. Vielleicht schon zu attraktiv für diese Party. Ich gehe nicht zur Party. Aber diese Geisterparty war doch deine Idee, Annabelle. Eine Idee, die mich $50,000 kostet, da erwarte ich etwas Freude. Die Party war meine Idee, aber die Gäste hast du ausgesucht. Wieso hast du nicht unsere Freunde eingeladen? Freunde? Haben wir denn Freunde? Nein, deine Eifersucht hat sie verjagt. Ich habe einen Grund für jeden einzelnen Gast. Ich wollte einen Querschnitt haben. Vom Psychiater bis zur Tipse und vom Trinker bis zum Piloten. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist, dass Sie Geld brauchen. Vielleicht sind Sie ja mutig genug, es sich zu verdienen. Und das nennst du eine Party? Eine Geisterparty. Wieso tust du das immer? Du ruinierst den Champagner. Ich will, dass er explodiert. Das ist er doch noch nie. Kannst du das garantieren? Das ist nicht witzig, Frederick. Ich sehe schon die Schlagzeile. Playboy tötet Ehefrau mit Champagnerkorken. Möchtest du auch etwas? Nein, vielen Dank. Es würde aber deine Laune verbessern. Meine Laune ist sehr gut, danke. Und vergiftet habe ich ihn auch nicht. Das beruhigt mich sehr. Trink etwas. Dann genießt du die Party noch mehr. Trink schon. Dein Vertrauen ist so rührend. Aber ich gehe nicht auf die Party. Von all meinen Frauen bist du die widerspenstigste. Aber noch am Leben. Würdest du mich verlassen für steuerfreie $1 Million? Mm-mm. Du willst alles, oder? Ich verdiene es. Deine Eifersucht ist auch nicht steuerfrei. Und deine Besitzgier macht mich wahnsinnig. Jeder andere Mann hätte dich schon längst angezeigt. Aber ohne Beweise? Die werde ich bald haben. Und du selbst wirst sie mir liefern. Ach ja? Wenn ich lange genug lebe. Weißt du noch, wie es war, als du mich vergiften wolltest? Eine Magenverstimmung, sagte der Doktor. Ja, kein Wunder bei deinen Kochkünsten. Annabelle, du wartest doch nur auf den richtigen Moment, es wieder zu versuchen. Liebling, wie kommst du nur auf die Idee? So bist du nun mal. Hängen soll übrigens sehr unbequem sein. Du solltest lieber aufpassen.
Und lass dich nicht von den Geistern und Ghulen stören, Liebling. Darling, der einzige Ghul in diesem Haus bist du. Versuch bitte nicht, die ganze Nacht über meinen Tod nachzudenken. Das gibt nur Falten. David tötete sie, meinen Bruder und ihre Schwester. Mit diesem Messer hat sie ihre Körper zerstückelt und verteilte sie überall im ganzen Haus. Lediglich ihre Köpfe hat man niemals gefunden. Hände und Füße sind alle da, aber keine Köpfe. Wahrscheinlich nahm sie aus Wut das Messer und bedrohte damit ihren Mann. Und in der allgemeinen Hysterie stach sie auf ihn ein und konnte nicht mehr aufhören. Scheinbar nicht. Wie viele Menschen brachte sie denn um, Mr. Pritchard? Nur zwei. Ihren Mann und ihre Schwester, es war ja sonst niemand hier. Also rollen hier jetzt noch zwei Köpfe irgendwo im Haus umher? Nachts kann man sie hören, wie sie miteinander reden. Und dann weinen sie. Da unsere Gastgeber noch nicht da sind, macht mir jemand von ihnen einen Drink? Sicher doch. Was darf es sein? Guten Abend. Ich bin Ihr Gastgeber, Frederick Lauren. Da wir uns alle nicht kennen, schlage ich vor, dass wir uns bei einem Drink vorstellen. Mr. Lauren, ich beschwöre Sie, sagen Sie diese Party ab. Die Geister sind bereits unterwegs und das ist ein schlechtes Zeichen. Bitte entschuldigen Sie meine Frau, sie kommt später. Was möchten Sie? Scotch und Soda. Doktor? Für mich dasselbe. Nun, bevor wir mit der Party beginnen, lassen Sie uns die Details klären. Die Hausangestellten verlassen uns um Mitternacht und schließen uns hier ein. Sie kommen erst morgen früh wieder. Der einzige Weg nach draußen führt durch die abgesperrte Tür. Die Gitter an den Fenstern sind besser als in jedem Gefängnis. Und die Tür nach draußen ist stärker als eine Safe-Tür. Keine Elektrizität, kein Telefon. Innerhalb von Meilen ist niemand, den man um Hilfe rufen kann. Wie in einem Sarg. Sollte sich jemand entscheiden, nicht an der Party teilzunehmen, muss er es mir vor Mitternacht sagen. Natürlich ist in diesem Fall keine Bezahlung meinerseits möglich. Mich würden Ihre Gründe interessieren für diese Party. Abgesehen von den charmanten Menschen. Geister, Doktor. Ich denke, jeder fragt sich, wie es wäre, wenn man einen echten Geist sehen würde. Und meine Frau hat uns die Chance gegeben, es herauszufinden. Amüsant, da Geister und dergleichen das Produkt einer Selbsttäuschung sind. Sollte die Party ein Erfolg sein. Pritchard hat mir versprochen, dass es hier echte Geister gibt. Sieben sind es. Aber morgen früh sind es vielleicht mehr. Klingt verlockend. Vier Männer wurden in diesem Haus getötet. Und drei Frauen. Das haben Sie ja geschickt geplant, Mr. Lauren. Wir sind auch vier Männer und drei Frauen. Ein Geist für jeden von uns. Mr. Pritchard, wieso zeigen Sie uns nicht das Haus? Dann sehen wir ja, was passiert. Sehen Sie den Fleck? Blut. Ein junges Mädchen wurde hier getötet. Und der Mörder war kein Mensch. Nein, nicht dahinstellen! Was meinen Sie, wo? Sie haben sie markiert. Das ist lächerlich. Das Dach ist wahrscheinlich undicht. Das muss es wohl sein. Wer würde mich schon verfluchen? Ich würde sagen, jeder männliche Geist mit Selbstachtung. Das ist ein böses Omen. Sie sind ja ein wahrer Partylöwe. Und er hat noch nicht mal richtig angefangen. Gab's da nicht einen Mann, der seine Frau in ein Weinbecken geworfen hat oder sowas? Das war im Keller. In diesem Haus ist fast in jedem Raum ein Mord geschehen. All dies gehörte einst Mr. Norton. Er starb allerdings nicht hier. Er wurde vom Blitz getroffen. Mr. Norton hat ziemlich viele Experimente mit Wein gemacht. Aber seine Frau dachte, dass er verrückt sei.
Also füllte er das Becken mit Säure und warf sie hinein. Eines hat er allerdings nicht vorausgesehen. Die Knochen kamen immer wieder hoch. Ist schon komisch. Aber jeder Mord, der hier geschehen ist, war außergewöhnlich. Kein Erschießen oder Erwürgen. Alle waren etwas wild, brutal, anders. Vorsicht! Gut, dass Sie nicht hineingefallen sind. Sie meinen, da ist immer noch Säure drin? Sie vernichtet alles, Haare, Fleisch. Nur die Knochen bleiben übrig. Wie Sie sehen, es ist nicht ganz ungefährlich hier unten. Tja, dann sollten wir lieber wieder nach oben gehen. Kommen Sie. Und? Wieso sind Sie bei dieser Party? Nora, warten Sie, ich möchte mit Ihnen reden. Was hat man Ihnen erzählt? Mr. Lauren sagte, wir bekommen alle 10.000 Dollar. Erwähnte er, dass man uns einschließt? Nein. Ah. Von diesem kleinen Detail hat er mir am Telefon auch nichts gesagt. Werden Sie bleiben? Wenn ich nicht bleibe, verliere ich 10.000 Dollar. Ich werde auch bleiben. 10.000 Dollar. Ja. Yeah. Glauben Sie an Geister? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, dass dieser Doktor recht hat. Selbsttäuschung. Ist mir auch schon passiert. Ich sah Sachen, die nicht da waren. Oder vielleicht doch. Und, was machen Sie mit Ihren 10.000? Falls wir sie kriegen? Was meinen Sie damit? Wird er uns nicht bezahlen? Ach, sicher wird er. 10.000 sind für ihn nicht mehr als ein Cent für uns. Wir hatten einen Autounfall. Jetzt bin ich die Einzige in der Familie, die Geld verdienen kann. So viele Türen in einem Raum habe ich noch nie gesehen. Wandschrank. Flaschen. Können Sie etwas da drin sehen? Oh, Lance! Lance! Sie aufbrechen. Sie ist abgeschlossen. Abgeschlossen?
Sind Sie in Ordnung? Nichts, was man mit Geld nicht wieder hinkriegt. Ich habe mir den Kopf angeschlagen. Aber dann müssten Sie ja frontal gegen die Wand gerannt sein. Sind Sie gegen die Wand gerannt? Na, lassen Sie uns erstmal rausgehen. Ein Wunder, dass Sie ihn nicht getötet haben. Wer? Sie haben ihn geschlagen. Auf den Kopf. Sie? Nora, als Sie reinkamen, sagten Sie etwas von einem Geist. Da war etwas. Wie sah es aus? Wie? Nun, es trug ein schwarzes Kleid, das bis auf den Boden ging. Und Sie waren nicht etwas aufgeregt? Aber ja. Das, Mr. Lauren, ist Hysterie. Aber wie erklären Sie, was mit Lance passiert ist? War das auch Hysterie? Das sollten Sie lieber bald nachsehen lassen. Danke, Doktor. Wir treffen uns in der Halle. Die Geister kommen näher, Mr. Lorne. Sie glauben wirklich an Ihre Spukgeschichten, Pritchard. Bevor die Nacht vorbei ist, werden Sie das auch. Möchten Sie einen Drink, Lance? Nein, danke. Aber ich nehme einen. Scotch Soda. Mr. Lauren, werden Sie wirklich jeden bezahlen, der hier bleibt? Natürlich. $10,000. Und wann würden wir das Geld bitte erhalten? Ist es so dringend? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin verzweifelt. Hier, meine Liebe. Jemand oder etwas war hier drin, als ich reinkam. Aber wo? Wie konnte es entkommen, wenn die Tür verschlossen war? Vielleicht haben Sie einen Geist gesehen, Nora, aber das hier drin war keiner. Ich weiß es nicht. Ich hatte solche Angst. Hören Sie das auch? Ja. Eins, zwei, drei, vier. 4 Meter. Eins, zwei. Ich gehe rüber und klopfe. Wenn Sie mich hören, klopfen Sie von hier. Hergekommen. Von hier drin. Aber dann wäre es an mir vorbeigelaufen. Lance, es ist nicht gelaufen. Es schwebt. Ja, aber wieso sehe ich es nicht? Oh, Sie glauben mir nicht. Wie kann ich denn?
Ich bin Annabel Lauren. Sie müssen Mrs. Manning sein. Ich weiß, es ist eine sehr ungewöhnliche und langweilige Party. Wollen Sie sich vielleicht frisch machen? Dies ist Ihr Zimmer. Deprimierend, oder? Ich bezweifle, dass ich viel Zeit hier verbringe. Oh, es regnet. Die perfekte Atmosphäre für die Party meines Mannes. Wieso sind Sie gekommen? Er sagt, er gibt uns 10.000 Dollar. Und wie kam er auf Sie? Ich weiß es nicht. Mein Vorgesetzter kam zu mir und gab mir die Einladung. Seit wann kennen Sie meinen Mann? Ich habe ihn heute kennengelernt. So? Pech für Sie. Und wieso sind Sie allein im Haus umhergewandert? Wir waren im Keller, ich und Lance, Mr. Schroeder. Ich sah mich nur ein wenig um. Tun Sie das nie wieder. Gehen Sie in diesem Haus niemals allein irgendwohin. Und jetzt machen Sie sich frisch, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Aber... Verstehen Sie doch. Sie sind in Gefahr. Aber wieso? Ich hoffe für Sie, dass Sie das nie herausfinden. Ich bin Annabel Lauren. Suchen Sie etwas? Eigentlich nicht. Sind Sie der Doktor? Nein, ich bin Lance Schroeder. Der Pilot. Haben Sie sich verletzt? Oh, ich habe mir nur den Kopf gestoßen. Welches ist mein Zimmer? Ich glaube, dieses hier. Danke, Mrs. Lauren. Nennen Sie mich doch Annabel Lance. Sie waren doch mit Nora im Keller. Wieso war sie so aufgeregt? War sie? Sie sehen nicht aus wie ein Mann, der sich vor den Kopf stoßen lässt. Was ist wirklich passiert? Nun, Nora dachte, sie sah einen Geist, aber ich habe nichts gesehen. Sie war verängstigt. Und wütend auf mich. Ich habe sie damit aufgezogen. Ich würde über nichts, was in diesem Haus passiert, Witze machen. Glauben Sie etwa auch an diese Geistergeschichten? Sie nicht? Nun, ich wüsste gern, wer mich geschlagen hat. Lance. Falls ich Hilfe brauche, kann ich auf Sie zählen? Sicher, ich denke schon. Also, was ist hier eigentlich los? Ich meine, was ist das für eine Party? Das ist keine Party, er plant etwas. Ihr Mann? Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Es muss verdammt groß sein für 50.000. Nein, Geld bedeutet ihm nichts. Er hat einen Grund, dass er uns alle in dieses furchtbare Haus gebracht hat. Aber wofür? Er kennt uns doch gar nicht. Möglich, dass genau das der Grund ist. Aber was könnte ihm das bringen? Er glaubt, dass er mit seinem Geld alles und jeden kaufen kann. Wissen Sie, ich bin schon seine vierte Frau. Die erste verschwand einfach. Die zwei anderen sind tot. Lance, ich will nicht so enden wie Sie. Sie meinen, er... Alle Ärzte sagten, sie starben durch Herzinfarkt. Zwei Frauen. Mitte 20. Was kann er dafür? Mein Mann ist manchmal verrückt vor Eifersucht. Nichts ist dann vor ihm sicher. Bitte seien Sie vorsichtig. Würde er Sie verletzen? Er würde mich töten, wenn er könnte. Annabel, du verpasst den ganzen Spaß. Nora Manning wurde beinahe von einem Kronleuchter erschlagen und der Pilot fast von einem Geist. Ist er schwer verletzt? Nein, der Psychiater hat ihm den Kopf verbunden. Willst du nicht gehen und ihn trösten, so wie du es sonst machst, bei den Männern? Du bist so clever, Frederick. Ich frage mich, wieso ich dich geheiratet habe.
Es war wohl ein Fehler. Es war kein Fehler und nicht du hast mich geheiratet, sondern ich dich, Darling. Beeil dich. Frederick, zum letzten Mal, ich gehe nicht auf deine Party. Und zum letzten Mal, es ist nicht meine Party, sondern deine. Und du wirst gehen. Nein, ich bleibe hier. Bist du fertig? Nein. Bist du fertig? Ja, verdammt sollst du sein. Würdest du mich genauso verehren, wenn ich arm wäre? Nein, du willst keine arme Witwe sein. Es ist bald Zeit, das Haus abzuschließen. Und dann wird die Party erst richtig beginnen. Wie wird sie wohl enden? Es ist fast Mitternacht. Okay, ich bin gleich da. Wer ist da? Ihr Gastgeber. Es ist fast Mitternacht, Nora. Wir treffen uns unten im Wohnzimmer. In Ordnung, Mr. Lauren. Ich bin gleich da. Uns, bevor er dich tötet. Wo ist Nora? Miss Manning. Ich will hier nicht bleiben. Nora, was ist passiert? Das ist Jonas Leitz und seine Frau. Sie verwalten das Haus seit Jahren. Sie ist blind, wissen Sie. Ich bleibe nicht hier. Tja, Doktor, ich glaube, jetzt haben wir wirklich einen Fall von Hysterie. Ich denke, sie ist nur etwas aufgeregt. Nicht hysterisch. Guten Abend. Hallo, meine Liebe. Das ist meine Frau. Das sind unsere Gäste. Ruth Bridges, Dr. Trent, Watson Pritchard kennst du ja schon, Nora Manning und das ist Lance Schroeder. Ich will hier weg. Und was ist mit den 10.000? Die sind mir egal. Er will mich töten. Wer will sie töten? Mr. Lauren. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich denke, Sie erinnern sich noch alle an unsere kleine Abmachung von vorhin. $10.000 pro Person. Für den Fall, dass nicht alle überleben, werden $50.000 unter den Hinterbliebenen aufgeteilt. Im Fall meines Todes werden Sie von meinem Erben bezahlt. Sowie die Tür von den Verwaltern von außen abgeschlossen ist, sind wir gezwungen, bis morgen früh in diesem Haus zu bleiben. Für alle, die nicht bleiben wollen, dies ist die letzte Gelegenheit, das Haus zu verlassen. Sie haben keine Chance, Ihre Meinung später zu ändern, weil es keinen Weg mehr nach draußen gibt. Ich will hier weg. Warten Sie.
Es ist noch nicht Mitternacht. Wer hat Ihnen erlaubt zu gehen? Sie gehen niemals vor Mitternacht. Aber heute schon. Eigentlich sollten Sie selbst entscheiden, ob Sie gehen, aber es scheint, dass die Angestellten die Entscheidung für Sie getroffen haben. Jetzt sind wir alle eingeschlossen. Ich will aber nicht bleiben. Es tut mir leid, meine Liebe, aber es ist zu spät. Darling, hast du nicht genug von diesem Spielchen? Lass unsere Gäste in ihre Wagen steigen und heimfahren. Aber bezahl sie vorher. Das ist deine Party. Schon vergessen. Obwohl mich der Glaube meiner Frau ehrt, das Unmögliche möglich zu machen, werden wir doch alle hier bleiben müssen bis 8 Uhr morgen früh. Aber wir haben ein paar Partyspielzeuge für alle. Hier in diesen kleinen Särgen. Das war die Idee meiner Frau. Ich finde es ja etwas gefährlich. Ich glaube, Sie wissen alle, wie man so etwas benutzt. Aber für den Fall, dass nicht, drücken Sie einfach diesen Hebel nach unten mit Ihrem Daumen und dann drücken Sie ab. Sie sind geladen. Die haben keine Wirkung bei Geistern, nur bei Lebenden. Doktor? Lance? Nora? Nur zu, nehmen Sie. Miss Bridges. Und hier ist deine, Liebes. Ich brauche keine. Es war deine Idee. Vielleicht möchtest du sie noch auf mich richten, bevor die Nacht vorbei ist. Werfen Sie die Waffen weg. Die werden Ihnen nicht helfen. Da muss ich Pritchard recht geben. Wenn auch nicht aus dem gleichen Grund. Dr. Trent. Finden Sie keinen Gefallen an unseren kleinen Partyspielzeugen? Was meinen Sie, wäre geschehen, hätte Nora eine Waffe gehabt, als sie die blinde Frau für einen Geist hielt? Hätte sie das Licht angemacht, wäre ihr mit Sicherheit nichts geschehen. Ich bin mir sicher, dass wir nicht durch das Haus rennen, um uns gegenseitig zu erschießen. Wer weiß? Angst macht Menschen unberechenbar. Mr. Pritchard, Sie sagten, dass Ihre Schwägerin einen Mann und eine Frau in diesem Haus umbrachte? Und dass zwar die Hände und Füße, ihre Köpfe aber nie gefunden wurden? Möchten Sie vielleicht einen Kopf sehen? Möchten die anderen vielleicht auch einen Kopf sehen? Na gut, dann folgen Sie mir. Darling, die brauche ich wirklich nicht. Der Kopf ist in meinem Koffer. Sehen Sie selbst. Aber er war da drin. Der Kopf einer Frau. Nora, Sie sind nur etwas aufgeregt. Möchten Sie ein Beruhigungsmittel? Gehen Sie raus! Gehen Sie alle raus! Verschwindet aus meinem Zimmer und lasst mich in Ruhe! Verschwindet endlich! Sollten wir nicht besser bei ihr bleiben, Doktor? Ich gebe ihr gleich eine Spritze. Was meinen Sie, was sie wirklich gesehen hat? Die Geister sind hinter ihr her. Hören Sie, Doktor, jemand sollte bei ihr selbst bleiben. Wenn 1 Million Menschen wären. Wenn Sie sie wollen, kriegen Sie sie. Was ist, wenn er recht hat? Er ist so betrunken, um zu verstehen, was er sagt. Hoffentlich. Entschuldigen Sie mich. Denken Sie, es würde ihr helfen, wenn Sie mit ihr reden? Denken Sie, da war wirklich ein Kopf in Ihrem Koffer? Ich weiß es nicht. Ich wäre vor Angst gestorben, wenn mir das passiert wäre. Aber würden Sie hier oben bleiben? Ich meine nur für den Fall, dass sie Hilfe braucht. In Ordnung. Ich bin in meinem Zimmer. Sie braucht nur zu rufen. Danke. Sind Sie sicher, dass nur 7 Personen im Haus sind? Absolut.
Mit Ausnahme der Geister. Ich glaube weder an Geister, noch an furchterregende Frauen. Bei Nora sind Sie weit genug gegangen. Vielleicht schon zu weit. Was wollen Sie mir damit sagen, Doktor? Machen Sie ihr keine Angst mehr. Was wissen Sie darüber? Sie haben sie geholt. Sie wird bald eine von Ihnen sein. Wo ist Nora? Wo ist sie? Es ist zu spät. Zu spät. Sie werden sie nicht mehr finden. Richard, wenn Sie wissen, wo sie ist, sagen Sie es mir lieber jetzt. Sie ist weg. Sie haben sie mitgenommen. Und Sie können gar nichts dagegen machen. Sei los. Sie ist tot, Mr. Lauren. Ihre Frau hat sich erhängt. Selbstmord. Als er mich in das Zimmer brachte. Und dann ging er weg und ließ mich allein. Wer? Er dachte, ich wäre tot. Wer? Mr. Lauren. Sind Sie sich wirklich sicher? Oh, ich weiß nicht, es war dunkel. Aber er muss es gewesen sein. Hat Sie jemand gesehen seit dem Vorfall? Aus einem Zimmer hörte ich Stimmen, als ich dran vorbeiging, aber niemand sah mich. Mrs. Lauren ist tot. Aber wie? Lauren sagte, sie beging Selbstmord. Aber ich denke, sie wurde umgebracht. Von ihm. Thank you.
Ich bin mir sicher, Sie haben den gleichen Verdacht wie ich. Ja, ich denke schon. Dann schlage ich vor, wir treffen uns mit den anderen. Im Wohnzimmer? Okay, in einer Minute. Ich muss kurz nach unten. Sie schließen sich hier ein und sagen niemandem, dass Sie hier sind. Wenn er denkt, dass Sie tot sind, kommt er nicht hierher. Ich bin bald wieder da. Alles wird gut. Und falls nötig, dann schießen Sie. Was machen Sie hier? Warten Sie! Was wollen Sie in diesem Zimmer? Ich passe auf, dass Sie sie nicht mitnehmen. Sie sind betrunken. Jemand muss Sie beschützen. Sie sind betrunken. In Ordnung, Pritchard. Wieso kamen Sie in dieses Zimmer? Ich bin der Einzige, der versteht. Der was versteht? Es geht um den Geist Ihrer Frau. Die anderen Geister sind bei Ihnen. Pritchard, ich habe genug von Ihren Spukgeschichten. Raus mit Ihnen, Sie Säufer, und betreten Sie nie wieder dieses Zimmer. Wie hieß sie nochmal? Nora? Dieses Gespräch würde Sie nur unnötig aufregen. Sie haben recht. Mr. Lauren. Und es gibt hier wirklich keinen anderen Ausgang? Nein, keinen einzigen. Wie wäre es, wenn wir ausbrechen? Die einzige Tür nach draußen ist aus Stahl. Die Stäbe sind in soliden Stein eingelassen. Es ist hoffnungslos. Vor Ihren Geistern habe ich keine Angst, Pritchard. Aber ich mache mir Sorgen. Vor einigen Stunden waren die 10.000 Dollar das Einzige, was uns miteinander verbunden hat. Doch jetzt haben wir noch etwas anderes. Den Tod von Mrs. Lauren. Heute Abend wurde jemand fast von einem Kronleuchter getötet. Lance wurde auf den Kopf geschlagen. Nora wurde an den Rand der absoluten Hysterie getrieben und Mrs. Lauren ist tot. Waren das Unfälle? Selbstmord? Wir müssen noch für 6 Stunden hierbleiben. 6 Stunden? Wir sind noch 6. Zeit genug. Wer ist der Nächste? Und wie wird es passieren? Beantworten Sie mir eine Frage, Doktor. Sie waren der Erste, der meine Frau gefunden hat. Sahen Sie einen Gegenstand, von dem sie hätte springen können? Einen Stuhl oder so etwas? Nein. Jemand anders? Es war nichts da. Wie ist sie dann nach oben gekommen? So hoch? Ganz genau, Mr. Lauren. Wie? Sie konnte sich nicht selbst hochziehen und von der Decke fällt man auch nicht so einfach. Glauben Sie, dass es Selbstmord war? Nein. Sie wurde ermordet. Von einem von Ihnen. Oder Sie, Mr. Lauren.
Man tötet nicht, ohne einen Grund zu haben. Ihre Frau kannte niemanden von uns. Nur Sie haben ein Motiv, sie zu töten. Welcher Ehemann will nicht von Zeit zu Zeit seine Frau töten? Und welcher Ehemann hätte nicht 1000 Möglichkeiten, es so zu tun, dass er niemals verdächtigt wird? Glauben Sie, ich wäre so dämlich, meine Frau derart offensichtlich umzubringen? Wie auch immer, Sie oder einer von uns brachte Mrs. Lauren um. Und das ist eine Sache für die Polizei. Und wie erreichen wir die Polizei? Genau das will ich damit sagen. Bis morgen früh erreichen wir niemanden. Am Anfang war es nur die Party eines Exzentrikers. Und jetzt sind wir in Mord verwickelt. Vielleicht hat Pritchard diesmal recht. Wenn noch ein Mord geplant ist, sollten wir ihn lieber stoppen. Noch ein Mord? Wieso nicht? Jemand könnte zu viel gesehen haben. Wieso sollte uns ein Millionär 50.000 Dollar geben? Nur um in einem Haus zu übernachten und eine Geisterparty zu feiern? Nein. Sind Sie fertig mit mir, Doktor? In Ihren Augen bin ich der Mörder. Ah, hören Sie auf, sich wie Kinder zu benehmen. Den Mörder von Miss Lauren kennen wir nicht. Wir wissen nur, dass es einer von uns war. Okay. Die nächsten 6 Stunden bleibt uns nichts weiter übrig, als uns gegenseitig zu bewachen. Glauben Sie wirklich, dass das nötig ist? Ich glaube gar nichts. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Und sollte jemand reinkommen, erschieße ich ihn. Oder Sie. Wenn wir alle in unseren Zimmern bleiben, überleben wir. Die Unschuldigen haben keinen Grund, ihr Zimmer zu verlassen. Und der Schuldige würde sich verraten, sollte er es tun. Und wir haben Waffen. Stimmen alle zu? Oh, ich wünschte, diese Nacht wäre schon vorbei. Zimmer? Waffen? Das wird uns auch nicht viel helfen. Die sind noch nicht fertig mit uns. Gute Nacht zu sagen, ist wohl sinnlos. Gute Nacht. Gute Nacht, Doktor. Thank you.
Noah, ich bin's, Lance. Sind Sie okay? Die anderen sind in ihre Zimmer gegangen und haben sich eingeschlossen. Lance, ich habe nachgedacht. Es war so dunkel da unten. Vielleicht war es nicht Mr. Lauren. Er war es mit Sicherheit. Er tötete seine Frau und versuchte das Gleiche bei ihm. Wie können Sie so sicher sein? Sie versuchte mich zu warnen und bat mich um Hilfe. Er könnte versuchen, einen von uns zu töten. Es muss noch einen anderen Weg herausgeben. Ich werde ihn finden und die Polizei holen, bevor er uns holt. Ich komme mit. Dann findet er raus, dass Sie noch leben. Nein, Nora. Es ist sicherer, Sie bleiben hier. Schließen Sie sich ein und bleiben Sie ruhig. So wie ich den Weg gefunden habe, hole ich Sie.
Ein Schuldbekenntnis, Doktor? Ganz bestimmt nicht. Entweder es ist noch jemand im Haus oder einer hat sein Zimmer verlassen. Haben Sie etwas gehört? Orgelmusik. Genau. Und außerdem noch Schritte. Haben Sie Ehre? Fertig? Ja. Sie sehen unten nach und ich bleibe hier. Wieso nicht zusammen? Nein, ich denke, gemeinsam wären wir einfach zu langsam. Das wäre Zeitverschwendung. Was ist passiert? Wir haben es geschafft. Das perfekte Verbrechen. Wunderbar. Hat sie ihn umgebracht? Noch nicht. Aber sie wird. Hilf mir aus diesem Ding raus. Wieso hat sie es noch nicht getan? Wie spät ist es? Zunächst konnte ich Nora nicht davon überzeugen, die Waffe zu nehmen. Aber nachdem du am Fenster erschienen bist, lief alles wie geplant. Du warst wunderbar. Genau das hatte noch gefehlt zu ihrer kompletten Hysterie. Hoffentlich war es auch die Mühe wert. Wo ist Nora jetzt? Wo passiert es? Auf dem Weg in den Keller. Sie ist so ängstlich, dass sie auf alles schießt, was sich bewegt. Und Frederick? Er ist auch auf dem Weg dorthin. David, bist du sicher, dass uns niemand verdächtigt? Weshalb denn? Weil eine hysterische Frau aus Versehen jemanden erschießt? Wer würde vermuten, dass wir es so geplant haben, sie zu benutzen? Und mein Selbstmord? Nur ein Geisterparty-Scherz. Wir sagen, dass es eine Puppe war. Das merkt keiner. Und die Verwalter? Sie hatten keine Ahnung von der ganzen Sache. Und was ist mit Nora? Sie ist nicht so dumm, wie wir denken. Darling, glaub mir, alles, was wir geplant haben, funktioniert perfekt. Nora ist sich sicher, dass dein Mann dich getötet hat. Und sie denkt, er wollte sie im Keller umbringen. Und jetzt ist Nora komplett verrückt vor Angst. Die Geister, die Musik dann erhängen? So wie sie ihn sieht, bringt sie ihn um. Es dauert zu lang. David, kannst du nicht mal nachschauen? Wenn du einen Schuss hörst, komm in den Keller. Thank you.
David? David? Gehört alles dir, alles, was ich besitze, sogar mein Leben. Aber du wirst nicht mehr am Leben sein, um es zu genießen. Komm mit mir, Mörderin, komm mit mir. Verbrechen, das ihr geplant habt, war perfekt. Nur, dass das Opfer am Leben ist und die Mörder sind es nicht. Zu dumm, dass ihr nicht wusstet, dass ich seit Beginn eures Spielchens ebenfalls mitspiele. Irgendwie muss man die Wand öffnen. Warten Sie, ich hab's gleich. Lance! Ich habe auf Mr. Lauren geschossen. Er ist im Weinkeller. Lebt er? Ich glaube nicht. Sie sind am Leben? Sie haben niemanden erschossen, Nora. Ich habe Ihre Waffe mit Platzpatronen geladen. Jetzt kann ich es Ihnen sagen. Trent und meine Frau wollten mich umbringen. Sie haben versagt. Sie wollten mich in das Säurebecken werfen. Meine Frau stolperte und fiel. Ich überlasse es dem Gericht zu entscheiden, ob ich unschuldig bin oder schuldig. Jetzt sind es 9.
Und es werden mehr, viel mehr. Jetzt kommen sie, um mich zu holen. Und dann kommen sie zu euch.